Hallo. Also diese Punkte, die ihr so seht, das kommt von einem Licht, Sternenlichtprojektor. Und das passt auch zum heutigen Video vom Neumond, weil wir haben heute einen super Shift Neumond im Widder. Mit Sonnenfinsternis, gut zwar in Indien zu sehen gehabt heute Nacht, aber der wirkt natürlich auch hier. Und ich habe es gemerkt heute Nacht. Und ich war gestern bei meiner Tochter in den Bergen, bei meinem Enkel und mit meiner anderen Tochter zusammen. Und da habe ich mir überlegt, soll ich heute live machen oder ein Video? Und ich wollte eigentlich ein Live machen, aber das Video geht jetzt auch. Und ich habe jetzt einfach Lust dazu, jetzt das Video, und ich will nicht bis heute Abend warten. Und ich bin jetzt sozusagen die Energie am Einfangen und auch oder durch mich durchfließen zu lassen, auch die Botschaften, und freue mich, das weiterzugeben. Neumond steht für Neuanfang, das wisst ihr ja. Und gerade heute Morgen hat meine geliebte Schwester Angeliki Kodalis, die Tochter von Costa Kodalis, die Schwester von Lukas Kodalis, der Mann von der Katzenberger ist, ich kenne die ja, gefragt, ob wir ein Event machen in Solothurn in der Schweiz Ende Mai und zusammen mit Diana Wunsch, die das Goldbild, warte, ich nehme dich jetzt mal kurz mit, das Gold, die Goldbilder malt bei mir oder die auch bei mir hängen. So, guck, das ist dieses hier, dieses wunderschöne Bild, dieses Energiebild mit echtem Blattgold verarbeitet und innen dran mit Bergkristallen. Und das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt am 5. März. Und da gibt es also sehr schnell, das ist eine Ankündigung, ganz, ganz frisch, seit ein paar Minuten, einen Live-Event, einen freien Live-Event. Das heißt, ohne Tickets, wie das letztes Jahr, in Solothurn, in der Sörenhalle, Ende Mai, im Landhaus. Und das Datum, sobald ich es weiß, setze ich das unter das Video oder unter dem nächsten Video. Und ja, wir haben Ausgaben und Hotelkosten und Raummiete, aber ich möchte das als nicht als Benefit, sondern als freie Veranstaltung machen, weil mir das Freude macht, dir das zu schenken. Und wenn ihr einen Ausgleich machen möchtet, dann soll das freiwillig für euch sein. Es gibt dort dann auch eine freiwillige Spendenbox. Ich werde auch mit meinen Energiekarten dort dann sein und noch anderen Überraschungen. Aber es soll frei sein, weil ich auch frei bin. Und ich kann nur das frei machen, was ich bin. Und ich liebe frei. Ich liebe dich frei. Und wenn ich dich dort sehe, oder auch jetzt in diesem Video, dann läuft meine Liebe frei zu dir. Ich möchte das nicht mehr an Tickets oder an irgendwelchen Bedingungen knüpfen. Es ist freie Energie. Das ist das, was ich bin. Und das ist auch die Energie des Neumondes, die jetzt ziemlich stark jetzt plötzlich durchkommt, durch mein Wesen. Und auf dem Weg hier nach Hause, wo ich wusste, dass ich dieses Video hier aufnehmen werde, da wurde ich gefragt, was ist meine Intention für dieses Video, dieses super starke Neumond-Video, Energie-Video. Und da kam einfach dieses innere Leben in mir, die Liebe zu sein und weiterzugeben an dich und diejenigen, die Hilfe brauchen, ein bisschen Energie zu geben. Liebesenergie, Heilenergie. Einfach Liebe, weil das ist das, was mich am glücklichsten macht, selbst glücklich in Anführungszeichen erfüllt. Das ist das, was ich bin. Das ist mein wahres Selbst. Ich bin Liebe, genauso wie du auch. Und das ist auch die Energie dieses Videos hier.
Liebe, bedingungslos, frei für dich, aus dem Innersten, was ich bin, aus meinen Augen strömend die Weisheit und das Innerste, du siehst es, die wahrhaftige Motivation, die Liebe, die aus mir strömt zu dir. Das ist das, warum ich lebe. Das ist das, warum ich da bin. Und ich habe das probiert, immer wieder zu unterdrücken, die letzten paar Monate. Aber es geht nicht. Es ist das, warum ich lebe. Es ist das, was mich erfüllt. Und das ist das, was ich hier konserviere in diesem Video und dir schenke. Einfach so. Weil es einfach da ist. Es ist nicht etwas, was ich produziere oder Energie kostet. Es läuft einfach. Bedingungslose Liebe aus dem Ursprung unseres Seins. Und ich erinnere dich daran, dass du dies auch bist. Bei diesem super Leermond, Neumond-Shift, der ein Neuanfang ist, wenn du das möchtest. In dieser Minute kannst du dich jetzt, hier und jetzt mit mir daran erinnern, wer du wirklich bist. Dein wahres Sein für dich öffnen und wirklich deinen Platz im Leben hier einzunehmen. In diese Inkarnation, was du dir selber ausgewählt hast als Geschenk, als Spielplatz, als Erfahrungsplatz. Und das tun, was wirklich in dir ist. Dass sich das aus dir herausströmen darf. Das ist das, was du bist. Halte es nicht zurück. Ich habe es auch versucht. Ich habe monatelang mich zurückgekrochen und in Isolation begeben und mich von allem wieder verabschiedet. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Mir hat es gefehlt. Mein wahres Sein zu sein. Und so ist diese Neumondbotschaft auch, dich für dein wahres Sein zu öffnen. Mit der Energie der Monde, des Mondes, der Sonne, der Erde und alle geistigen positiven Begleiter um dich herum. Mit allen wahrhaftigen Engeln um dich herum. Mit allen lichtvollen Verwandten um dich herum, die dich unterstützen, in deinem wahren Sein das zu entfalten und zu zelebrieren, was du wirklich bist, dass aus dir das herausströmt, was schon immer da ist, was wir einfach nicht wahrhaben wollten. Die Zeit ist jetzt hier, sie ist da. Halte dich nicht mehr zurück. Lass es strömen. Lass dein Inneres nach außen kommen. Lass sie deine Welt verändern. Lass sie dich verändern. Dein Denken, dein Fühlen, dein Körper, deine Gesundheit, dein Freundeskreis, deine Berufung. Öffne dich für dich selbst, nicht für mich. Wenn du dich für mich öffnest in diesem Video, öffnest du dich nur für dich selbst. Erkenne, was für ein Wesen du bist. Wundervoll, rein in der Essenz, unverletzbar, voller Kraft und Energie, voller Neugierde wie ein kleines Baby, voller Tatendrang. Voller Lebendigkeit, natürliche Gaben wie hell sehen, hell hören, hell riechen, hell schmecken, ist selbstverständlich, wenn wir uns für unser wahres Selbst öffnen. Du bist, was du bist.
unterdrücke es nicht. Ich bin jetzt hier vor dir und zeige dich oder zeige dir, wer ich wirklich bin. Wenn du mich siehst, siehst du dich selbst, das, was in dir ist. Schau in den Spiegel, schau in deine Seele, schau durch das Tor der äußeren Augen in das, was du wirklich bist. Nehme dich wahr, fühle dich, spüre dich, lass die Energie fließen von deinem Inneren ins Äußere. Fühle in deinem Körper, wie die Energie strömt von deinem wahren Selbst, wie du von dir selber geflutet wirst, von dem, was du wirklich bist. Fühle die Kraft, die unerschöpfliche Energiequelle. Nichts kann dir passieren, denn du bist ewig, während du bist. Die Energie des Mondes unterstützt dieses Video, der Neubeginn, der jetzt stattfindet. Die Aufwachwelle rollt. Viele Menschen werden jetzt in diesen Tagen und Wochen und Monaten wach. Nicht, weil sie jemand anders erweckt, sondern weil die innere Uhr schlägt. Die innere Wecker klingelt, mach dich wach. Du siehst es daran, wenn du Interesse für diese Themen hast, dieses Video schaust und andere im ganzheitlichen Spektrum. Du siehst es, wenn dein Interesse wächst, wenn du zum Himmel schaust und denkst, was ist dort sonst noch? Du siehst es, wenn dein Denken sich aufsprengt und du plötzlich anderes, Neues, neue Sichtweisen in dich, in dein Sein integrieren kannst. Deine Offenheit zeigt lediglich, dass du dich für dich selber öffnest, denn du bist weit, du bist unbegrenzt, du hast keine Grenzen. Und wenn du innerlich weit bist, akzeptierst du die Weite im Außen. Du siehst keine Grenzen mehr, sondern du siehst die Weite und das Spektrum des Lebens, der Vielfalt, der Leichtigkeit. Du akzeptierst, dass jeder auf dem Weg ist und dass jeder nur ein Spiegel, ein Teil des Ganzen ist, das, was du bist. Du erkennst die Wahrheit in dem, auch wenn du nicht weißt, wie du vielleicht damit umgehen sollst. Akzeptiere es einfach. Lass es einfach mal geschehen. Lass dich strömen. Überflute dich selbst mit dir selber. Lass es fluten. Und schaue, was es mit dir macht. Ich durchflute mich gerade und ich spüre einen Schauer voller Energie, voller Wohlwollen, prickelnd, schaurig, erfüllend, erquickend, energetisierend. Das ist nichts Neues. Diese Quelle ist immer da. Du bist die Quelle in dir. Es war eine Augenenergieübertragung, wenn man das jetzt verdeutschen möchte. Werde ich müde. Und
lieben Gruß vom Dino, vom Algenplankton. Er hat gesagt, ich soll das euch zeigen, weil ich ja keinen affinen Dingsbums-Link habe. Das ist das Richtige. Plankton Holland. Er ist ein Goldschatz. Macht auch immer ein bisschen Wasser. Kleiner Teelöffel von den Algen. Ein bisschen Fruchtsaft und manchmal Ingwersaft. Ja, das war's. Oh, ist das geil. Genial. Und der wächst und wächst und wächst. Und wächst und wächst und alle meine Pflanzen, die wachsen und wachsen und wachsen. Wir haben noch mehr da, Pflanzen. Und hier haben noch, die werden noch umgetopft. Die sind uralt. Da habe ich auch noch einen da oben. Das Bild kennt ihr ja auch. Das hat mir Yolanda mal, ich habe jetzt den Namen gerade weg. Ja. Gemalt. So, Leute. Das ist im Prinzip ein Channeling von mir selbst gewesen, von meinem wahren Selbst. Das war nicht mehr die Ich-Identifikation, da kam viel mehr durch. Ich glaube, das habt ihr, also ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Und möge es dir dienen, das ist meine Intention, warum ich dies mache, dass es dir hilft, in deine eigene Energie zu kommen, in deine Kraft, in deine Wahrnehmung, dass du die nächsten Schritte für dich weißt in deinem Leben und was für dich das Beste ist. Es gibt für mich fast nichts Größeres, als wenn ich irgendwo bin und heute Morgen auch wieder und Leute begegne, die mich von den Videos kennen und ich die und spüre, wie es ihnen geholfen hat oder was es bewirkt hat oder sogenannte Wunder geschehen sind, was ja keine Wunder sind, sondern unser natürlicher Seinszustand ist Wohlstand, Fülle, Gesundheit, Vitalität, Energie, Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Lachen. Neugierde. Ich wünsche dir heute einen wundervollen Neumond. Nütze die Kraft des Neumondes. Schau dir dieses Video gerne nochmals an. Du kannst es auch ohne Ton machen. Dann einfach nur spüren, was du fühlst. Dass es nicht nur über den Verstand geht, sondern in die Wahrnehmung. Ich überprüfe selber meine Videos auch. Ich schaue sie dann nochmal wie ein neutraler Beobachter, ein Zuschauer und schaue, kommt da was rüber oder ist nichts? Und wenn was rüberkommt, dann weiß ich, ah, war gut. Das werde ich mit diesem Video auch machen. Aber da ist so viel jetzt schon durchgekommen, dass ich denke, dass es wirkt. Crystal geht soweit gut, ich gehe morgen wieder mit ihm mal zu einem Check, zu einem sehr, sehr, sehr ganzheitlichen Tierarzt, den ich wirklich empfehlen kann, der sehr empathisch ist. Er hat ja sehr viele Medikamente, momentan dreimal am Tag. Und wenn ich das okay morgen bekomme, also so, dass sein Zustand sich nicht wirklich verschlechtert hat, ich bin nicht sicher, dann werde ich versuchen, Alternative mit Absprache auch mit dem Tierarzt zu finden zu den vielen Medikamenten, die er jetzt nimmt. Und ich genieße einfach jeden Tag mit ihm. Ich genieße jeden Tag auch mit meinen Kindern. Ich genieße jeden Tag auch mit einem ganz besonderen Menschen, den ich auch morgen wieder sehen kann, wofür ich ganz, ganz viel fühle. Und ohne Bedingungen. Und wenn man einfach die Minute, die wir haben, denn wir wissen nicht, ob wir in 2 Minuten noch leben,
wenn wir die Minuten, die wir miteinander haben, intensivst wahrnehmen, als wäre es der erste und der letzte. Nicht an die Vergangenheit denken, nicht an die Zukunft denken, sondern im Hier und Jetzt fühlen. Das ist für mich Leben. Das ist für mich inkarniertes Sein hier. Ich danke dir. Bis zum nächsten Video. Ich liebe dich. Oh ja, ganz viel Liebe.